habe das Gefühl, dass meine Gedichte die wunden Stellen meiner Kindheit überziehen. Kein einziger Erwachsener verkraftet den Gesang in meinem Herzen und die Wortgirlanden in meiner Seele. Vielleicht wird ein Kind, das insgeheim Gedichte mag, meine Verse lesen und dabei etwas fühlen, das seine Umgebung nicht versteht. Und dann setze ich mich an meine Schreibmaschine, denn sie ist mein einziger Trost in einer immer unsichereren Welt. Ich möchte nicht, dass mit mir etwas passiert, das ich nicht will. Ein Mädchen kann nicht Dichter werden. Ich hätte gerne einen Ort, ein Zimmer mit 4 Wänden und einer geschlossenen Tür. Ich möchte etwas Bedeutungsvolles machen. Ich möchte einen Unterschied machen. Mein Name wurde gedruckt. Ich bin nicht mehr anonym. Du hast Talent. Wirklich. An mein totes Kind von Tove Ditlevsen ist Beweis für die Existenzberechtigung dieser kleinen Zeitschrift. Gebe dir eine Spritze, dann wirst du nichts spüren. Schöne, schlanke Sätze schweben durch mein Bewusstsein und ich liege im Bett und schaue zu meiner Schreibmaschine hinüber, ohne zu einer einzigen Bewegung in ihre Richtung fähig zu sein. Doch in meinem Inneren kriechen lange, merkwürdige Wörter hervor und sie legen sich wie eine Schutzhülle über meine Seele. Und ich schreibe ein Gedicht! Welchen Vers soll ich aufschreiben? Welcher ist der allerbeste? Ich habe das Gefühl, es ist von enormer Bedeutung.